Wir wollen jetzt nicht groß über das Spiel gegen Ungarn reden. Habt ihr es denn, hast du es denn für dich schon ein bisschen verarbeitet, dieses doch irgendwie unglückliche Ausscheiden bei der WM? Nee, ich habe nur versucht, alles zu vergessen nach dieser Weltmeisterschaft. Das tut weh, dieses Spiel gegen Ungarn. Aber so ist das manchmal. Jede Mannschaft möchte gern zu gewinnen. Jetzt hat das natürlich, wenn man so will, auch ein bisschen was Gutes. Du hattest mehr oder weniger eine Woche mehr Urlaub. Wie hast du den verbracht? Ohne Frage möchte ich meistens so spielen in der Weltmeisterschaft. Aber wenn das nicht ist so, dann habe ich genießen die Zeit mit meiner Familie. Was genau habt ihr gemacht? Willst du da ein bisschen was erzählen? Ich habe ein bisschen trainiert natürlich. Und dann war ich schön in La Landia. Ein großes Schwimmbad. War ganz, ganz schön. Jetzt seid ihr in ungefähr einer Woche wieder in Dänemark, allerdings zum Auswärtsspiel gegen Kolding im EHF-Pokal. Wenn man da so in die Heimat fährt, auch zu einem Auswärtsspiel, ist das dann mehr Auswärtsspiel oder auch ein bisschen nach Hause kommen? Das ist ohne Frage ein Auswärtsspiel. Ein ganz schweres Spiel, aber trotzdem ist dann auch ein ganz, ganz lustig und Spaß Spiel für ich und die anderen Dänen auf dieser Mannschaft. Jeden Person möchte zu gewinnen in Dänemark. Das ist natürlich unser gute Freude, da kommt da ein Kolding, so das ist ein großer Rival natürlich. Hast du noch ein paar Erinnerungen aus deiner Zeit aus Dänemark an Kolding? Bitte? Hast du noch Erinnerungen an Kolding aus deiner Zeit in Dänemark? Ja, ganz oft habe ich gegen Kolding gespielt. Das ist immer ein Kampf, ein Krieg und ich kenne den sehr gut, so ja. Bevor wir jetzt zu den anderen kommen, die auch bei der WM waren, hast du dich denn nach dem Ausscheiden, nach eurem Ausscheiden bei der WM noch mit der WM befasst? Hast du noch ein paar Spiele geguckt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe, wie ich habe gesagt, versuchen zu vergessen, alle über diese Weltmeisterschaft. Alles klar, Dankeschön.